Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist der zweite Teil von Ich bestelle bei Wish. Der erste Teil kam ja mega krass gut bei euch an. Und jeder da draußen fragt sich sicherlich, ey Dicker, ganz ehrlich, Can, wie sind denn überhaupt die Produkte jetzt? Erzähl uns das mal, zeig uns das mal. Ich habe knapp 2 Wochen oder 3 Wochen, also relativ lange, auf diese ganzen Pakete gewartet. Die ganzen Pakete sind jetzt da und deswegen lege ich auch direkt los, bevor ich jetzt unendlich lange Rede, fange ich auch direkt an mit den ersten Sachen. Und ich habe auf Instagram vor knapp 2 Wochen oder so halt diese Goldkette gepostet. Sehr viele Leute haben mich darauf angeschrieben, mein dicker Can, woher hast du die? Was willst du für die? Wo kriegt man die her? Freunde, das ist aus der Türkei, das ist echtes Gold, das kriegt man aus der Türkei. Aber kriegt ihr auch hier, die ist 70 cm lang, viele Informationen zu der Kette habe ich nicht, war ein Geschenk. Feiere ich diese Kette, ist eine ganz gechillte Kette, kriegt ihr wie gesagt beim Juwelier eures Vertrauens, lasst euch da nicht verarschen. Und dazu habe ich auch geschrieben, dicker Herr, ganz ehrlich, diese Kette plus eine Rolli, die Rolli ist noch nicht da, aber lasst euch überraschen, vielleicht demnächst kommt auch die Rolli. Ja, das war's für der Goldkette, ich wollte das nur kurz erwähnen, bevor ich jetzt in den Kommentaren 1000 Kommentare lese, ja, woher ist die Goldkette, woher ist die Goldkette, woher ist die Goldkette. Deswegen, Goldkette check, Rolli. Verrate ich noch nicht ganz viel dazu, vielleicht demnächst. Ja, jetzt zu den Wish-Produkten. Kurz mein Eindruck zu Wish. Wish war ja eine ganz coole Seite, aber meiner Meinung nach war das Ganze ein bisschen fragwürdig. Zu den Produkten jetzt. Die Produkte dauern extrem lange. Das Ganze kommt immer meistens in so Billigverpackungen an. Alles von DHL, ich habe nichts von UPS oder sonst was bekommen. Alle Pakete, die ich bekommen habe, kamen mit DHL an. Das hat einen guten Vorteil, weil DHL ist eigentlich sehr gut vernetzt. Auch wenn ich Servicefragen habe, könnt ihr bei DHL immer jemanden erreichen. DHL ist schon mal gut. Dass es so lange dauert, liegt einfach daran, dass die ganzen Pakete aus sehr weiten, entfernten Ländern kommen. Ja, deswegen frage ich mich umso mehr, wie die Sachen jetzt sind. Ich weiß echt nicht, was in welchem Produkt drin ist, deswegen fangen wir direkt an. Was in welchem Produkt drin ist, Digga, bist du behindert? Was in welcher Tüte drin ist. Deswegen fangen wir auch direkt an. Wir öffnen das Ganze, machen so einen Schnelldurchlauf. Zack, als allererstes, Freunde, eine Icon Cap. Zack. Ja, machen wir mal auf. Was ich mit den ganzen Produkten am Ende mache, werden die meisten, die mich kennen, schon wissen. Die meisten Sachen, die hier geöffnet werden und nicht getragen werden auf dem Kanal. Vor allem, wenn es Fake-Sachen sind, landen immer im Altkleider-Container. Ja, das ist eine Ike-Cap. Qualitativ ist sie nicht. Ob man das jetzt erkennt auf Anhieb, zeige ich euch mal gleich. Und jetzt beim Tragen würde ich sagen, erkennt man das auch. Erstes Produkt, fehlgeschlagen, Fehleinkauf empfehle ich nicht. Wir machen weiter direkt mit dem nächsten Produkt, das kommt weg. Als nächstes, Schuhe oder Latschen, weiß ich gar nicht. Schuhe, ah, die Yeezy sind das. Yeezy V1 sollen das darstellen, aber das ist Katastrophe. Also das sah auf den Bildern schon ganz anders aus. Ja, das ist cool. Das macht mehr Spaß als das. Geiles Ding, ja. Die Dinger platzen lassen, hat mehr Spaß gemacht, als diese Dinger auspacken. Guckt euch das mal an, Freunde. Müll. Katastrophe, zweites Ding, zweiter Fehleinkauf. Ey, ich sag mal jetzt nicht Fehleinkauf, es war ja ein Test. Es geht ja nur darum, dass man einen Eindruck hat, wie die Sachen sind. Deswegen, zweites Produkt, zweites Müllprodukt. So, weiter. Als nächstes hätten wir ein Supreme Nasty. Nasty oder Nasty, keine Ahnung. In der Größe XXXL. Ja. Ja, in der Kamera ganz cool. Das ist wirklich wieder ein schlechtes Fake-Produkt. Aber hier macht man wenigstens nicht so einen Fehler. Den kannst du wenigstens noch, keine Ahnung, beim Fitness anziehen oder sonst, keine Ahnung, beim Schlafen anziehen. Das ist jetzt noch okay für den Preis. Keine Ahnung, was es kostet, aber so teuer waren ja die Dinger nicht. Aber ideal dafür geeignet, Schweiß abzumischen. Hier kann man auch direkt nehmen. Ansonsten landet das auch direkt im Müll oder im Altkleider-Container. Hier hätten wir Gucci-Slippers. Gucci, Gucci, Nuno, Gucci, Brata, nicht dran, Nuno, Gucci. Ah, hier steht er. Okay, wartet. Hier steht ja noch nicht mal Gucci. Fokussier, fokussier. Könnt ihr das sehen? Wartet, hier kennt ihr das besser. Das ist nicht mal ein Gucci-Logo, ja. Das ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt so ein Fake, sondern einfach eine schlechte Alternative. Ähnlich wie bei den Gucci-Latschen, halt dieses Motiv. Aber es wurde kein G&G draufgeschrieben, gar kein Gucci draufgeschrieben, sondern einfach
das Muster wurde einfach 1:1 kopiert. Ja, das ist jetzt meiner Meinung nach nicht so schlimm wie bei den anderen Sachen. Okay, hier steht jetzt auch in diesem Fall zwar nicht irgendwo Yeezy drauf oder Adidas drauf oder sonst was, aber das ist schon krass schlimm. Das hier kann man wenigstens noch tragen, keine Ahnung, das finde ich jetzt nicht so schlimm, das sieht jetzt nicht so peinlich aus, aber ich werde es nicht tragen, deswegen auch weg damit. Bis jetzt sind wir bei 4:0 Produkten, die sinnlos waren. Wir machen weiter mit, was ist hier drin? Noch eine Cap, Freunde. Und okay. Das ist bis jetzt ganz cool. Das ist cool. Das ist cool, Freunde. Hier. Puh. Ey, das stinkt so widerlich. Okay. Das sieht zwar cool aus, Freunde. Ja, hier ist noch halt diese New Era Cap soll das darstellen. So ein ähnliches habe ich ja auch. Die Fear of God Alternative, die ich sehr, sehr gerne trage und sehr oft auch vorgestellt habe. Aber diese Cap stinkt unnormal, ja. Unnormal. Für euch opfere ich mich mal kurz, das auf meinen Kopf zu setzen. Ja, das sieht nicht so schlimm aus. Ich sehe aus wie so ein Rapper. Yo, motherfucking Gangster. Ja, Freunde, das sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, ehrlich. Hier steht nirgendwo eine Marke, nirgendwo ein Etikett dran, nix New Era Fake oder so mäßiges ist es nicht. Es ist halt eine ganz normale Basecap. 4:1, das packen wir deswegen auf die rechte Seite, Freunde. Und mit rechter Seite meine ich nicht rechts, so, wisst ihr, was ich meine? So, ja. So, jetzt haben wir noch 1, 2 und ich frage mich echt, wo der Yeezy bleibt. Ich glaube, hier ist der Yeezy drin, deswegen machen wir das als letztes auf. Wir haben hier noch ein Produkt. Zwei Produkte und ja, Freunde, ich guck mal jetzt, woher die ganzen Sachen kommen. Das Ding kommt aus, keine Ahnung, hier sind auf jeden Fall ziemlich viele chinesische Schriftzüge drauf, Buchstaben. Wu Song Xiong Gong Street Shop Nummer 588 Bukong Building Puching Puchiniana. So, die ganzen Sachen kommen aus sehr, 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 sehr weit weg. Deswegen ist es auch ein bisschen verständlich, dass es so lange gedauert hat. Alles irgendwelche wirklich schlechten Fakes. Auf den Bildern, auf Wish, sieht das Ganze viel, viel leckerer aus, viel appetitlicher aus. Man denkt, man hat überkrass Schnäppchen, die Sachen kommen an und es ist der pure Müll. Es ist so ähnlich wie bei den Frauen auf Instagram, die wirklich auf ihrem Profilbild Bombe aussehen. Dann addest du die, dann nehmen die dich an und dann haben die so kack, verkacktes Profil. So ähnlich ist es bei Wish. Auf den Bildern sieht man immer top aus. Dann geht man dann detaillierter auf die ganze Sache ein und dann habt ihr nur Müll. So ähnlich ist es auch bei Frauen, die sich viel schminken. Man trifft sich mit denen, man denkt, boah, krass, dann regnet es oder geht mit dem schwimmen und dann denkt, boah, dicker Gesicht, Gretchen ist ein Auto über den Kopf gerast oder sonst was. Ja, machen wir weiter mit den nächsten Produkten. Ja, und als nächstes Produkt habe ich hier ein Produkt, was vom Zollamt behandelt wurde. Vom zollamtlicher Behandlung befreit, Deutsche Post, EBF, Frankfurt, Flughafen. Wir machen das Ganze auf. Frage ist natürlich, ob die ganzen Sachen auch durch den Zoll jetzt kommen, weil das einfach schlechte Fakes sind oder weil das einfach nicht mal, boah, ist das schlecht gemacht. Also das ist wieder richtig schlecht gemacht. Das ist in der Größe XL. Hinten steht Vid Mordor. Einfach wieder so raufgedruckt. Schlechte Qualität, schlechter Druck. Die Shirts, guck mal, hört ihr das? Guck mal, hört ihr das? Boah, das ist echt Müllqualität. Hört mal nochmal hin. Boah, das ist schon schlecht. Also das ist schlecht. Das landet im Müll. Das kann man nicht mal irgendwelchen Kindern schenken. Das stinkt auch widerlich. Ja. Das können wir auch wegpacken. 5:1, Freunde. 1, 2, 3, 4, 5. Es steht 5:1 mit scheiß Produkten zu einem guten Produkt. Zwei Produkte haben wir noch. Wir machen weiter mit einem Produkt. Okay, das wurde schon mal ziemlich cool verpackt, ja. Die ganzen Produkte ähneln so ein bisschen den ganzen Produkten, die man auch so in Istanbul auf dem Wochenmarkt trifft. Also ich meine nicht diese Produkte, die man in guten Shops kriegt in Istanbul oder an sich in der Türkei oder in anderen Urlaubsländern. Aber das sind eher so diese Bazar-T-Shirts, ja. Die kriegt man so hinterhergeworfen, wenn du sagst, ja, Ali AB, was kostet das Ding? Dann sagt der, eins kostet 2 Euro, 5 kosten 3 Euro. So, wisst ihr, was ich meine? So, die sind einfach so billig, dass die mit den Dingern einfach hinterherwerfen können. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, von der reinen Optik her, ich kenne das Original auch, hatte das auch schon mal, sieht das jetzt gar nicht so schlecht. Also wenn man es tragen würde, ja, und man würde das jetzt am Körper tragen, bin ich der Meinung, das würde jetzt nicht unbedingt auffallen. In der Kamera, live sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus, weil der Druck ganz anders ist, Print ganz anders ist, aber so in der Kamera,
Hand aufs Herz, würde nicht auffallen. Deswegen denke ich mal, dass sich das ein oder andere Kind oder ein oder anderer Typ, der nicht so viele Klamotten hat, darüber freuen wird. Das kommt auch in den Altkleidercontainer. Und wir machen weiter, Freunde, mit dem letzten Paket. Und das ist das Paket, worauf wir alle gewartet haben. Und zwar die 19 Euro Yeezys, Freunde. Öffnen wir das Ganze mal. Das Ganze kommt hier in so einem, ja, Luftbehälter, genau wie man es nennt, Sicherheitsbehälter, was weiß ich, wie man es nennt. Und jetzt auf den Schuh, auf den wir alle gewartet haben. Ich mache das mal wie folgt. Einen Augenblick, ich quetsche da mal was rein, damit ihr so ein bisschen mehr Eindruck habt von dem Schuh. Das ist der Sneaker, Freunde. Hand aufs Herz, ich komme kurz rum. Was sagt ihr dazu? Der riecht ziemlich intensiv. Aber auf den ersten Blick, meiner Meinung nach, ehrliche Meinung, no joke, sehe ich hier in diesem Sneaker nichts anderes als ein Sneaker, der auch bei Zara hätte einfach im Regal stehen können, der für 50 Euro verkauft wird. Ganz ehrlich, guckt ihn euch mal an. Zack, 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 zack. Ich habe keine Ahnung, welche Schuhgröße das ist. Jetzt zu der Qualität. Qualität ist miserabel. Also ähnlich wie bei der Cap hier. Auf den ersten Blick sieht das ganz cool aus. Auf den zweiten Blick denkt man sich auch, wow, krass, geil gemacht, geiles Ding. Aber am Ende des Tages lässt es an der Qualitativität. Qualitativität, Alter, habe ich es heute? Aber am Ende des Tages sieht das Ganze zwar ganz okay aus, aber ich würde das niemandem empfehlen, so einen schlechten Schuh mit so einer schlechten Qualität zu tragen. Für ein Foto, zum Flexen, okay, wenn ihr davon überzeugt seid, dass der Original genug ist für euch in euren Augen, ist das okay. Ich finde, es sieht gut aus. Ehrlich, es sieht nicht schlecht aus. Ja? Es ist nichts anderes als, wie gesagt, ein Schuh, der hätte auch bei Zara im Regal stehen können und den hätten sich Leute auch gekauft. Jetzt, weil jeder den als Yeezy Fake Alternative oder Yeezy Fake sieht, guckt man ihn sich ein bisschen mit anderen Augen an. Ich finde, er sieht gut aus. Ehrlich, er sieht nicht schlecht aus. Also ich werde den nicht tragen, aber er sieht nicht schlecht aus. Ehrlich nicht. Für 19 Euro das Ganze, ist das Ganze ganz cool, ganz okay. Und dann macht ihr, ja, ich will das Ganze nicht zu krass loben. Ich will nicht zu gut reden, die ganzen Dinge. Aber man muss loben, was man loben muss, ne? Das muss man mal sagen, man muss das mal loben. 19 Euro, Dicker, das kostet 19 Euro, dieses Ding. Ja, krass. Also, Freunde, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Produkte, die für den Arsch waren, die man direkt hätte wegwerfen können. Aber ich bin lieber so, bring das zum Altkleidercontainer, freut sich vielleicht, ich weiß nicht, wie die Leute da draußen, die diese Produkte bekommen, darüber denken, denken sich, boah, Dicker, welcher Esel kauft sich so ein Ding, schmeißt es da rein, wie soll es tragen? Oder denken sich, boah, krass, ich habe jetzt einen Yeezy. Ich weiß nicht, wie die Leute darüber denken. Ich finde es einfach schade, dass man Textilien, die man auch tragen kann, nur ich sie nicht trage, einfach wegwirft. Deswegen Altkleidercontainer rein damit. Ist meine Aufgabe als Mensch somit erledigt, was damit passiert, wie die Leute damit umgehen, liegt dann nicht mehr bei mir. Darüber denken ist eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, 6 Produkte, die wirklich katastrophal schlecht waren von der Qualität, von der Verarbeitung, von der Optik, von der Nachmachung, von der Fake-Haftigkeit, ist das sogar einfach sehr schlecht gemacht. Aber 2 Produkte sind ganz okay. Original kostet so eine Cap, glaube ich, um die 25, 35 Euro. Hier habe ich sie, weiß ich gar nicht, wie viel kostet. Also ich glaube, sie war jetzt nicht viel günstiger. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt so ein Wow-Effekt. Anders ist es bei diesen Yeezy Fakes, die original 180 Euro, glaube ich, kosten. Ich feiere dieses Modell übrigens überhaupt nicht. Aber wie gesagt, 180, glaube ich, kosten die oder 200 oder 190, also irgendwas in diesem Dreh. Retail und Resale natürlich muss man auch wieder bedenken, was es da kostet und dann wieder da kostet. Kenne ich mich gar nicht aus bei diesem Schuh mit den Preisen. Aber für 19 Euro macht die da nichts falsch. Ganz ehrlich. Ich empfehle euch das Ganze natürlich nicht, aber bei diesem Sneaker macht ihr da nichts falsch. Ja, Freunde, gesamtes Fazit zu Wish ist meiner Meinung nach jetzt, Wish hat eine riesen Auswahl, ja, mega viel Auswahl. Ihr habt da wirklich alles an Textilien, Hose, Boxershorts, Tangas, BHs, Oberteile, T-Shirts, Tangas, Tanktops, alles. Von A bis Z findet ihr da wirklich alles. Von jeder Scheißmarke bis zu jeder krassen, gehypten Marke. Ihr findet dort, kurz gesagt, alles von A bis Z. Von 100 Produkten, die da bestellt werden, wahrscheinlich 98 oder 95 katastrophal schlecht kommen. Aber die 5, die wahrscheinlich dann Wow-Effekt bringen werden, sind dann auch meiner Meinung nach wirklich ihren Wow-Effekt wert. Aber ich würde euch nicht empfehlen, bei Wish zu bestellen. Ihr könnt gerne unter diesem Video eure Meinung zu Wish reinschreiben. Ihr könnt gerne unter diesem Video eure Erfahrungen mit Wish schreiben. Schreibt mal rein, wie eure Erfahrungen so mit Wish sind. Das war's mit Wish.
Ich denke nicht, dass ich einen zweiten Teil machen werde. Wenn ihr einen zweiten Teil wollt, dann explodiert mal ein bisschen unter den Kommentaren. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Das war's von mir, meine Freunde. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Was mache ich jetzt hier? Was ist das? Was ist das, Junge? Boah. Ja, Freunde, das war's dann auch mit diesem Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.